Wenn ihr zum Beispiel mit Externen arbeitet und lasst eure Bewährungspläne extern erstellen, dann möchtet ihr eure Vorgabe denen geben. Servus, grüßt euch, euer Peter. Heute wieder mit einem neuen Thema. Es gibt oft einen Bereich, der viele stört, aber wenn man zumindest die Denkweise hinter Altplan versteht, dann kann man damit umgehen und auch das Problem lösen. Es handelt sich um Folgendes: Ihr geht in ein Projekt rein und ihr arbeitet mit Workgroup. Das heißt, mehrere Teilnehmer können bei euch am Projekt teilnehmen. Und jetzt ist immer irgendwie das Format zerstört oder die Darstellung anders, die Beschriftung vielleicht auch. Also irgendwie die ganzen Bewährungseinstellungen ändern sich jeden Tag und ihr seid es leid, jedes Mal das neu abzuändern. Dann erstens benutzt einen Bürostandard, das ist schon mal Abhilfe 1. Zweitens, also hier bei mir soll das gar nicht so ausschauen mit den Zeigelinien, sondern ich möchte die Zeigelinien eine durchgehende Linie haben. Ich möchte das ein bisschen schmäler sogar noch haben. Und alles, was irgendwie farbig ist, wird bei mir die Farbe 100, weil es die Subgrid-Farbe ist. Übrigens, das ist der Hexcode Hashtag B20000. Treffen sich zwei Holzwürmer, sagte eine stolz, mein O. Sorry. Treffen sich zwei Holzwürmer, sagte eine stolz, mein Sohn arbeitet jetzt in der Bank. Natürlich kenne ich die Farbe auswendig. Das ist die Farbe von das Subgrid. Das ist der Nebeneffekt, den ich gerade jetzt erwähne, während ich das umändere. Und jetzt stellt euch vor, das wird jetzt jeden Tag wieder verändert. Da wäre ich ja Kirre. Natürlich kann ich das Ganze auch abspeichern, aber woran liegt das? Woran liegt das, dass jeden Tag das Ganze auf Null gesetzt wird? Jetzt verrate ich es euch. Es liegt daran, dass bei Allplan die Einstellung so definiert ist, dass alle die, steht das bei mir irgendwo? Moment. Ich weiß jetzt nicht, weil ich kein Workgroup habe. Es gibt Projektbearbeiter und die Projektbearbeiter, die und alle Administratoren haben das Recht, die Vorgabe dieser Bewährungsoptionen zu definieren. Und immer wenn ein Administrator in ein Projekt kommt, der letzte, der aktuellste, der gibt diese Optionen vor. Das heißt, kommt ein neuer Administrator und der hat komplett andere Einstellungen als ihr, wird das nochmal neu überarbeitet und überspielt. Warum ist das so? Wenn ihr zum Beispiel mit Externen arbeitet und lasst eure Bewährungspläne extern erstellen, dann möchtet ihr eure Vorgabe denen geben. Dann sendet ihr euer Projekt an die Externen und alle Optionen, die hier sind, sind normales Benutzer definiert, außer die Bewährungsoptionen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das nicht extra irgendwo markiert ist und irgendwo eine Infobox dafür dasteht, dass genau der Bereich dafür deklariert ist. Aber gut, jetzt wisst ihr den Grund. Und ihr könnt natürlich das Ganze auch hier schön als Favorit abspeichern, einmal okay und beim nächsten Mal wieder laden, falls da etwas in die Hose geht. So, jetzt wäre es gut, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Oder ihr habt vielleicht noch Zeit, dann schaut euch die Endcard an. Da kommt garantiert ein tolles Video. Da klickt ihr drauf und liked auch das nächste Video. Servus, ciao, euer Peter.